Hallo und willkommen zu einem kleinen Infovideo, und zwar zu einer Sache, die jeder Glurak-Spieler wissen sollte. Und zwar, dass Scope Lens unglaublich stark ist auf Glurak. Ich werde jetzt, um das zu zeigen, erstmal einmal nicht Scope Lens verwenden und das Trainings-Dummy angreifen und beim zweiten Mal mit Scope Lens das Ganze machen. Und ja, dann werdet ihr den Damage sehen. Das Ganze liegt vermutlich daran, weil die Scope Lens eine Passive hat, die den nächsten kritischen Schaden von einem Auto-Attack erhöht. Nur ist der Cooldown vermutlich etwas komisch, weil Kluraks Auto-Attack ja aus mehreren kleinen Auto-Attacks besteht. Von dem her schauen wir uns das Ganze mal an. Ich werde hier auch direkt auf Klurak entwickeln, da man ab Level 15 die höchste Crit-Chance hat, dass man auch den Unterschied sieht. Und ich werde das Ganze machen, indem ich hier 15 mal den Auto-Attack draufhaue. Fünfzehn. 9200 Schaden. Habe ich mir ganz kurz auf. Und dann sehen wir uns gleich mit der Scope Lens wieder. So, gleiche Sache, aber dieses Mal mit der Scope Lens. Hier, ihr seht sie, ich habe es auf Level 20. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir machen. 14, 15, 13, 4, 4, 5. Da haben wir den Vergleich. Ohne Scope Lens 9200 Schaden, mit Scope Lens 13.445 Schaden. Und wenn es kein Riesenunterschied ist, dann weiß ich auch nicht. Ich kann ja kurz die kleine Rechnung machen. Das sollten ungefähr... Ja, das ist, also, ungefähr, das ist jetzt etwas ungenau, weil wir nur 15 Angriffe gemacht haben, aber so 50% mehr Schaden, davon kann man schon ausgehen. Also ja, benutzt bitte Scope Lens auf Glurak. Falls ihr Energy Amplifier benutzt, könnt ihr das einfach rauswerfen, weil Scope Lens genau den gleichen Boost gibt, und zwar das ganze Spiel über. Also ja, viel Spaß mit der Information.